Hallöchen ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Age of Empires 2 HD Edition. Ja, wir sind nach wie vor dabei, die Typen hier zu besiegen. Wir hoffen, dass es uns gelingen möge. Eine Burg steht noch, wahrscheinlich irgendwo noch ein dämliches Dorfzentrum und das können wir so nicht stehen lassen. Das heißt, wir brauchen Verstärkung. Viel, viel Verstärkung wir brauchen. Und nach kommen unsere Heinzelmännchen da unten an. Jawohl, Bevölkerungslimit ist erreicht. Sehr schön, so haben wir es am liebsten. Wie schaut es hier aus? Die haben Arbeit, das ist sehr schön. Wie schaut es mit euch aus? Ja, auch nicht schlecht. Da würde ich fast sagen, brecht es doch hier einfach ein. Lenkt die Deppen ab und wir kommen von da oben quasi. So, ne? Schau mal, ob das klappt. Gott sei Dank fahren die Belagerungswaffen jetzt schneller. Das ist kein Zustand gewesen. Auf längere Sicht. So. Passt. Dann würde ich sagen, Attacke. Ein Batterieböck hier wäre noch nicht schlecht gewesen. Wartet mal, ich lasse nur euch hierher und ihr beschützt sie. Du machst auch mit. So. Und ihr beschützt ihn. So einfach hier nach. So, ja. Wie schaut es hier aus? Ihr macht das Tor und ihr beschützt. Ganz einfach. So, ja. Du gibst auch mit. So. Schön die Dorfbewohner plätten. Die dürfen nicht überleben. So, ist fein. Was? Die Burg muss weg. Da ist noch ein Dorfzentrum. Ja, ja. So, die Elefanten müssen weg. Wie schaut es da unten aus? Sehr gut. Das heißt, ihr stößt dazu. Aha, okay. Ihr müsst also mal bis hierhin durchkommen. Verstehe. Ihr werdet somit ja, gleich die Burg einreißen versuchen. Wie schaut es belagerungswaffenmäßig aus? Ja, gar nicht schlecht. Passt, glaube ich. Ihr müsst es weg da. So jetzt da weg. Schaut's da aus, perfekt. Auf zum Dorfzentrum. Ihr müsst da Grüppchen bilden, ne? Grüppchen bilden ist gut. So, ein paar Drehböcke noch. Ein paar Ritterleins. Kamelreiterleins, ja. Gold fehlt. Oh oh. Oh oh. Warte, das sind ein paar Faul. Was wie? Gold, wir haben keine. Ja, aber was macht ihr da eigentlich? Achso, ihr habt ja noch Arbeit. Ich habe nur alles verbraucht. So, immer schön kaputt machen. Und ihr tut's wie immer, würde ich sagen, beschützen dann, ne? Wenn es not ist. So, wenn es geht, bekehren. Ja, die Burg hat es bald überstanden. So, schön markieren. Jawohl. So, wie schaut's da? Wie schaut's da? Aha, da oben ist alles hin. Das ist schlecht. Moje, oje, Madonna, ne? Das heißt, wir müssen uns wieder sammeln. Bäh. Das ist ja fürchterlich. So, hier vielleicht noch was? Nein. So, wie schaut es da unten aus? Da schaut es gut aus. Lasst euch einmal schön heilen. Und ich würde sagen, wir müssen Essen verkaufen. Alter Schwede. Ganz viel können wir da verkaufen.
Was? Juhu, wir haben gewonnen. Ist nicht wahr. Schön. Hervorragend. Die haben aufgegeben. Passt. Erledigt. Das persische Heer zählte zwar beinahe eine halbe Million Soldaten, wurde aber von einer mongolischen Armee geschlagen, die nicht einmal halb so groß war. Die Herrscher entlegener Städte wurden getötet, indem geschmolzenes Silber in ihre Augen und ihre Rachen gegossen wurde. Aua. Die Hauptstadt Samarkand, von der behauptet wurde, sie könne einer Belagerung ein Jahr standhalten, fiel nach 5 Tagen. Die Schädel von Männern, Frauen, Kindern, Pferden, Hunden und Katzen wurden einzeln zu Pyramiden aufgetürmt. Wir streiften durch die Straßen und staunten über den Reichtum der Perser, tranken aus ihren Brunnen und stopften uns mit Sorbet und tropischen Früchten voll. Für einen Mann, der in einem Zelt geboren wurde, war es, als hätte Genghis Khan das Tor zum Paradies geöffnet. Russland und Mesopotamien befanden sich nun unter unserer Herrschaft. Das Imperium erstreckte sich jetzt über 7000 Meilen, vom Pazifik bis hin zum Schwarzen Meer. Wir wollten gerade in Europa einfallen, als uns das Unglück ereilte. Oh. Na, dann quasi das Karma, ne? Perfekt, haben wir das hingeferkelt. Wo drückt denn der Schuh? Das Versprechen. Aha. Alte Wölfe sterben ohne Würde. Ihr Leben lang sind sie Krieger gewesen und wissen mit ihrem Leben nichts mehr anzufangen, wenn sie alt werden und ihnen die Zähne ausfallen. So ging es auch den Mongolen. Genghis Khan war mittlerweile 80 Jahre alt. Herrschaftszeit. In der Nacht, als wir erfuhren, dass unser ruhmreicher Eroberungszug zu Ende gehen sollte, rief Genghis seine Söhne zu sich ins Zelt. Sie fanden ihren Vater zitternd vor einem Feuer und verrückt vor Schmerzen. Meine Nachkommen werden in Gold gekleidet sein, sagte er. Sie werden die feinsten Speisen zu sich nehmen und die besten Pferde reiten und vergessen, wem sie das alles zu verdanken haben. Eine Tat ist erst dann ruhmvoll, wenn sie beendet wurde. Er wollte nicht sterben, bis sein drittältester Sohn Ögedei ihm versprach, den Krieg weiterzuführen. Ögedei trat aus dem Zelt in der Hand der Bogen seines Vaters. Der Sturm ist noch nicht vorbei, erklärte er. Ich höre das Grollen des Donners und die Blitze schlagen in Polen ein. Die Kirchenglocken läuteten in Europa, als unsere Horde von den Bergen her in das Land einfiel. Die böhmischen und deutschen Heere eilten zur Verteidigung Polens herbei. Für sie war unser Heer der Inbegriff der Unterwelt und wurde noch immer vom Schatten des Großkhans befehligt. Jo, jetzt kriegst du mich ab. Okay, unsere Ziele. Erobern Sie die böhmische Flagge, erobern Sie die polnische Flagge und erobern Sie die deutsche Flagge. Hinweise. Geben Sie nicht alle Ihre Steine auf dem Marktplatz aus. Sie werden sie noch brauchen. Okay. Katschinga. Und es geht schon, ne? Wow, die fangen mal selbstständig an zu arbeiten. Auch nicht schlecht. Ihr geht's mal kurz erkunden, während wir hier ein paar Dorfbewohnerlines erstellen. 8 haben wir, das heißt noch 12. Wenn sich's ausgeht. Dabei Nummer 4. Aha, da oben. Da oben scheint es mir, als könnten wir, haben wir hier nur Fische. Ah, okay. Ja. Was haben wir da noch Schönes? Ja, Gnädigste, ne? Und so. Du könntest hier eine Mühle bauen. Ich würde sagen, oh Gott, geht sich das hier so aus? Ich hoffe. Bitteschön. Was, habt ihr was entdeckt? Ich glaube nicht, ne? Gold oder so, Stein, eine Reliquie. Jö, und Gold. Viel Gold. Okay. Perfekt. Du, mein Lieber, gehst schon mal hier rauf.
Und nimmst, also machst hier ein Bergbaulager. So. Und nimmst gleich deinen Partner mit. Oder deine Partnerin, besser gesagt. So. Okay, das ist eine Reliquie. Gut zu wissen, gut zu wissen. So, du kannst gleich mithelfen. Du gehst da mit drauf. Also, so. Essen haben wir wieder was. Alter, der hat vorhin eine Breitseite bekommen. Aua. Holz und so. Wo kriegen wir gutes Holz her? Da oben wäre ein bisschen was. Da herüben. Oh, da wäre auch Gold. Ja, gut. Die Mühle war jetzt nicht besonders gut platziert. Naja, was soll's. Steine, ja. Mhm. Ich werde vielleicht hier gleich so mein Dümchen aufstellen lassen. Ist vielleicht keine ungute Idee. Und du, ja. Oder ihr schaut euch dann ein bisschen um. Da wäre ein Waldstück. Ich suche ein gutes Plätzchen für den Wald, ne? Ah, da haben wir Stein. Ja, Wald ist eher mehr mau, ehrlich gesagt. Na fein. Dann machst du am besten hier Stein und so. Jetzt habe ich, keine Ahnung, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. 8, 9, 10. 10 erst? 10 Leute erst? Kann nicht sein, oder? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10. Tatsächlich sind wir erst 10. Können wir nochmal 10 Leute machen? 1, 2, 3. So, du kannst eigentlich hier stehen bleiben. So, gnädigste. Anchen. Ja. Vielleicht so hinstellen, dass da nichts verdeckt. So. Da werden wir auf jeden Fall dann zumachen hier. Dann sind wir einigermaßen sicher. Wie schaut es mit einem Kloster aus? Wird schon gehen. Perfekt. Das Kloster bauen wir hier hin, das ist ein bisschen geschützt. Ja, und das Elend mit dem Holz, ne? Ich würde sagen, da oben knall ich mal was hin. So mittig vielleicht. Zum Hatschen ist es sowieso viel und weit. 3. Haben wir 6. Du könntest eigentlich auch schon raufgehen. Kachanga. Jawohl. Du gehst auch raufhelfen. Dann haben wir oben schon 4 Holzfäller. Passt. Wir haben 1, 2, 3. Es sind helfen 3. Ja, ihr seid eigentlich fertig. Wir haben 5 Leute, die Essen machen. 3 Leute, die Stein machen. 4 Leute bei Holz und 3 bei Gold. Ist noch wer ausständig? 4 Leute, glaube ich, noch. Ah, wir brauchen Häuschen. Wir brauchen Häuschen. Ich würde sagen, machen wir die einfach hier oder so. Ja, natürlich. Es fehlt an Holz. So, hier hin mit euch. Dann würde ich auch gerne vorschlagen, bauen wir hier zu. Vielleicht so. Das wollte ich sogar nicht. So. Dann ein Tor. Und der Rest mit Mauer zu. Hoffen mal, dass das so passt. Na, oh, ruck. Geh mal da ein Stückchen lang. So. Achso, fehlt ein Stein, ne, oder was? Warum baut der Kerl da nichts? Dann mache ich halt so, ist mir wurscht.
bis auf den einen durchweg. Muss man halt so machen. Okay, da wird fleißig gearbeitet. Das passt. Genau. Ihr kriegt jetzt eure Felder. So, da ich blöd angefangen habe, was mich gerade selber ärgert, mache ich einfach mal hier so. Ja, fehlt an Holz, meine Güte. So, geht's ein bisschen auf die Seite. Meine Güte, 60 Holz, ne? Ja, da haben wir das nächste. So. Schaut halt nicht sonderlich schön aus, aber es ist zwecks. Ja, zwecksmäßig. Da können wir schon mal einen herstellen. So, ja. 150 Nahrung und 100 Holz. Ja, da brauchen wir noch Holz. Das wäre nämlich nicht schlecht, wenn wir das entwickeln. Dann tun unsere Dorfbewohner schneller Holz sammeln. Und zwar gleich um 20%. Da wird vorher mein Mönch fertig, glaube ich, bevor die hier... Tja, und ist es soweit. Bitte, mein Mönch, hol dir die Reliquie. Hime. Komm, schnapp sie dir. Schnapp sie dir alle. Was haben wir hier? Nahrung und Holz brauchen wir dafür auch. Ja, ja. Die Holzleute tun mir jetzt schon leid. Okay, Gnädigste, du kannst wieder rein. Du baust mir bitte einen... Nein, geht noch nicht. Wow, fehlt dir an Holz, ne? Braucht die Burg... Ach, die... Also die Burg, sage ich. Dingens braucht auch sowas. Sehr fürchterlich. Aber ich baue hier mal ein Türmchen hin. Und gleich da drüben noch eins. Uns zu schützen. So, ja. Haben wir jetzt Holz? Nein. So, ja. Gleich hat er sich die Reliquie geschnappt. Katschang. Und ab damit ins Kloster. Perfekt. Wir haben genügend Holz für ein weiteres Feld. Zachar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Können wir noch 5 machen. Da. Machen wir noch 5. 1, 2, 3, 4, 5. Dann haben wir 20, dann müsste alles passen. So, du kriegst auch dein Feld, bitteschön. Haben wir noch eins, wahrscheinlich zwei Felder Platz, wenn wir Glück haben. Ansonsten bauen wir hier noch was drumherum. Das erste Dümchen ist schon fertig, sehr fein. Du bekommst auch gleich ein Feld. Bitteschön. Ich glaube, hier geht sich keins mehr aus. Schauen wir mal. Schauen wir mal. So, passt. Was kann die jetzt da eigentlich? Wird wahrscheinlich Gold oder was bringen. Ja, ja, Katschanga. Wie schaut's mit einer Schmiede aus? Alter, da fehlt's an allem. Dann hilfst du beim Holz. So. Goldabbau. Nahrung und Holz. Unfassbar. So, ihr tut's. Oder du tust. Beim Gold helfen. Dann haben wir da überall 5. Fertig, du hilfst hiermit. Ach nein, du baust ein Haus. Ein Hütchen. Wo haben wir angefangen? Schaut, da ist ja noch eine. Genau, die habe ich schon vergessen, die Frau da. So. Und ich sage hier so am Rand. So vielleicht. Das, ja, passt. Das reicht einmal ein Häuschen. Sie müssen mehr Häuschen bauen. Jawohl. Wird schon gemacht. Du hilfst vielleicht auch noch beim Holz. Sind halt 6 Leute beim Holz. Das wird wohl passen. Gut. Wir haben sehr viel Gold. Das ist schön.
der Mönch. Der soll sich hier hinstellen vielleicht. Ah, und da kommen schon die Watschka. Alter! Wir müssen was bauen. Boah, das Holz und so, ne? Zwei, vier, fünfe. Genau. Alter, macht's hin mit dem blöden Holz. Ich werde hier irgendwo die Armee, so da, die Armee-Geschichten aufbauen. Jetzt macht's hin, Alter. Es kann nicht sein, dass ihr 20 Jahre braucht für das. Was kostet das? Nahrung, Holz. Pfui. Wo kommst denn du her? Aha, da wahrscheinlich. Dam, 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 dam. So, dann bauen wir den Stall hier hin. Der hat es bald überstanden. Alter, meine schöne Mauer. Kaputt. Ah, vielleicht kann ich zurückschlagen. Ein bisschen wenigstens. Die schönen Türmchen sind auch hin. Alter Schwede, wie boshaft. Huhu. Kaputt. Dann tararam. Dann werden wir auch gleich den schweren Pflug entwickeln, damit die Felder mehr aushalten, also mehr Nahrung produzieren tun. So, dann bauen wir auch gleich eine Schieß. Nein, bauen wir nicht, okay. Können wir wenigstens irgendwas Rittermäßiges. Vielleicht so. Sacher. Sacher. Dann machen wir das nochmal mit. Sowas. Oder warte. Geht eine Belagerungs... Alter, da geht gar nichts. Baum. Baum. Müssen wir mal da weiter. Brrr. Genau. Ja, das müsste reichen. So, schauen wir mal. Macht sie platt, Burschen. Alter, geht's weg. Geht's wieder rein. Die gehen mit. Verflixt. Alter, was für ein Pech. So, bekehr was. Wie kacke. Mangoi! Wir sind verloren! Was denn, Alter? Was? Alter, ich schleich mich. Na toll, das habe ich echt super gemacht. Kann man gar nicht anders betonen, sowas, als wie super. Echt? Bravo! Ich bin begeistert. Geht's da unten mal reparieren. Ist jetzt Ruhe? Ist ja unfassbar sowas. Dreckverdammter. Scheint nochmal irgendwie gut ausgegangen zu sein. Zumindest einigermaßen. So, die reparieren schön brav. So. Das wird schon. Auch reparieren bitte. Aha, da drüben steht was. Ding dong. Da wäre so ein schöner Wald für uns. Wo kommst denn du jetzt her? Du blöder Mistritter, echt. Wieder mit dir, du Mistkerl. So. Das muss gebaut werden. Okay.
Alter, die kommen von da. Die kommen von überall. Alter, geht's da hin? Geht's da her? Und bitte, Leute, kommt's, ne? Das ist ja unglaublich, ist das. Die Stadtpatrouille gehe ich mal entwickeln. Und da muss ich irgendwo. Timo. Nee, die kommt da jetzt rauf. Sie kommt jetzt hier verklatscht darauf. Das wäre echt super, ist das. Kann ich den bekehren? Yeah! Wunderbar! So, da oben meine Leute schützen. Dann werde ich da schon mal wieder anfangen. Der Part ist auch zu Ende. Entschuldigung! Mache ich gleich Schluss mit Überlänge? Ja. Warum? Weil ich es kann. So. Da geht ja nichts mehr, ne? Passt. Dann müssten wir hier auch Ruhe haben. Okay, bitte weiter. Da, Steinchen klopfen. Oder warte, du musst noch ein bisschen reparieren. So. Na, großartig, ne? Da schaut's aus. Wie am Schlachtfeld. Wir brauchen dann unbedingt eine Universität. Unbedingt. Unbedingt, verstehst? Unbedingt eine Universität, damit wir ja unsere Gebäude etc. endlich aufwerten können. Meine Güte, echt. Das ist echt eine harte Geschichte. Geht sich jetzt noch ein Feld aus? Nö. Das schaut auch schier aus, wenn ich da noch eins hinbauch. Bauch, genau. Hinbau. So, Hinbauch. Alter. So. Vielleicht könntest du aber, Gnädigste, schon eine Uni bauen. Wisst ihr das? Nein, keine Burg, eine Uni. Das da. Und zwar, ja klar, geht sich nicht aus, ne? Dann halt hier hin. Bam. Passt. Dann würde ich sagen, verdammt, Entschuldigung, den Part wieder ziemlich schlimm überzogen. Ja, ich würde sagen, im nächsten Part werden wir weiter Steinchen klopfen, wie es sich gehört. Werden unsere Befestigung hier verstärken und weitere Ressourcen sammeln, eine Armee aufbauen, wie es sich eben so gehört. Ihr Lieben, ich bedanke mich wieder fürs Zuhören, fürs Zuschauen, wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, je nachdem, wann ihr das Video schaut, und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi!